wieder zurück. Wo bist du denn, lieber Matze? Ich bin hier. Ich stehe hier quasi in der Ecke. Wo ist denn hier? Sehe ich nicht auf der Karte. Okay, na gut, lassen wir in der Anmoderation lassen wir heute sein, weil wollen wir nicht. Wir erörtern lieber gemeinsam die Frage. Ja, wahnsinnig. Wo ist denn hier? Das Spiel kann unmöglich jetzt schon abgeschmiert sein. Doch. Na gut, dann kann Robert jetzt erstmal. Ja, das ist in 2 Minuten. Dann kann ich meinen Skillpunkt verteilen. Ist ja auch nicht ganz schlecht. Da kann ich mir tatsächlich mal Zeit nehmen und gucken, was ich überhaupt skillen möchte. Ja. Ja, das ist gar nicht schlecht. Ging irgendwie schneller als erwartet, muss ich zugeben. Können wir denn was verkaufen? The Massive is the real pain, sagt der Robert und meint damit, ich habe keinen Dunst von dem Zeug, was ich rede. Nicht? Nee. Und na, die behalten wir mal. Nasty Blaster oder Blaster. Whatever. I don't know. Oh, ich wär wahnsinnig. Oh, was macht denn dein Spiel? Robert, fix doch mal deinen Rechner. Oh, Matze, fix doch mal dein Leben. Mein Leben ist so gefixt. Ah, das ist gar nicht. Na, wie gesagt, bei mir leckt's auch ganz schön. Also, ich kann kaum gerade auslaufen. Naja, gut, aber das zumindest höre ich dich jetzt klar und deutlich. Na super, es ist nicht spielbar, aber wir verstehen Kevin, super, das ist ja ein Gewinn. Nur noch der Meinung. Naja, da Kevin ja offensichtlich gut spielen kann, habe ich hier direkt mal ein paar Bullymons angegriffen. Ja, es kann durchaus an dem Upload liegen, lieber Kevin. Ich lade nämlich gerade im Hintergrund die aktuelle Folge Borderlands 2 hoch. Weil ich die heute über den Tag vergessen habe. Wie so oft in letzter Zeit. Man möge es mir nachsehen. Aber an dieser Stelle betone ich auch gern, ich lege das Rendern auch in eure Hände, falls ihr das möchtet oder mit meiner Arbeit nicht zufrieden seid. Da habe ich was gesagt? Das sind nur allgemeine Gedanken übers Leben, die beziehen sich nicht auf euch. Hast du Kopfhörer auf, Matze? Ich mich gerade selber bei dir gehört habe. Ist das so? Ich kann ein bisschen leiser drehen auf meinen Kopfhörern, damit du... Nee, es ist okay. Es ist jetzt eine Störung bei mir. Eigentlich sehr ungewöhnlich. Dass man mich dann doppelt hört. Was haben wir hier eigentlich? Ach so. Alles gut. Nein, die nehmen wir noch nicht an. Nee. Das ist eine Auf-Zeit-Quest. So, jetzt mal ohne Witz. Was wollen wir denn machen? Ach ja, genau. Wir wollten zur Oma von Jack... Und dafür müssen wir erstmal Blumen pflücken. Also wir müssen nicht, aber es empfiehlt sich natürlich, wenn man zur Oma geht. Finde ich schon irgendwie komisch. Jack wollte uns umbringen, jetzt gehen wir für seine Oma Blumen pflücken. Naja, das ist halt so eine Sache. Wenn es um die Oma geht, da wird das Kriegsbeil auch mal begraben. Ja, nee, verstehe ich doch. Es gibt halt so Bereiche, da muss man dann eine Grenze ziehen. Und da gehört halt die Oma dazu. Oh, wollt ihr mitfahren oder wollt ihr... Okay, ihr wollt mitfahren, das ist schon mal gut. Ich hab gewartet, wo Kevin spawnt. Ach so, und dann Kevin hat wahrscheinlich gewartet, dass... weiß nicht... Robert spawnt. Das ist leck. Hoppala. Ja, Kevin, der Upload ist spätestens nach dieser Folge vorbei. Du musst nur eine Folge durchhalten. Was wird denn das hier werden, Robert? Du hast vor mir rübergezogen. Ah, jetzt wollte ich dich erwischen. Aber ich hab auch zwischen... der Lenkbewegung an der Maus und der Lenkbewegung im Spiel ungefähr gefühlt 2 Sekunden. Na, dann sollst du mal eine neue Maus kaufen. Ich glaube nicht, dass an der Maus liegt. Ich liebe absehbare Soleil. Huch. Ach ja. Es hatte doch ein bisschen was Witziges. Hoppala. Ich könnte natürlich jetzt sagen, wir brechen die Folge ab und machen es einfach nochmal. Aber mach ich nicht. Nee. Bist du durch? Hallo? Brechen? Was brechen? Machen. Ja. Da muss ich brechen, wenn ich da dran denke. Ach, hier muss ich gar nicht aussteigen. Nee, eigentlich nicht, aber ich bin trotzdem weitergefahren, weil ich dachte, du wirst schon wissen, was du machst. Soll ich dich wieder abholen? Nee.
Ich weiß noch nie, was ich mache. Da müssen wir nicht irgendwann mal aussteigen. Ja, sicher, aber wie die Questmarkierung auf der Map verrät, ui, ist es noch ein Stück. Total bitter. Landen die gerade bei Robert? Ja, ich glaube schon. Ja, okay, ja, wunderbar. Also ich würde sagen, die lassen wir da und. Ja, sehe ich ähnlich. Ja, nach mir die Sintflut. So, Blume 1. Dramatische Musik hört auch wieder auf. Das sind aber sehr schöne Blumen, wie ich finde. Also, wenn ich Oma wäre, würde ich mich darüber freuen. Oh. Bin falsch gefahren, aber ist egal. Ja, wir warten hier oben auf dich. Wir holen nur schon mal die Blumen. Boah, kein Problem. Bist aber auch gewaltig falsch gefahren. Du kannst doch nicht. Ach, das ist doch nicht dein Ernst! Ach nein! Das ist doch nicht. Ich geb Gas. Ja. Und 2 Sekunden später fährt er. Soll ich mal Robert abholen, Kevin? Ach nee, Robert ist jetzt bei uns hier gespawnt. Ja, ich hab ihn abgeholt. Robert, komm her. Ich bin bei euch hier gespawnt. Sehr schön. Das hast du gut gemacht, Matze. Ja, ich hab auch all mein Können in diese Abholaktion reingeworfen. War nicht viel, aber hat gereicht. Oh, uns fehlt noch eine Blume. Wissen Sie, kein Problem ist. Sind da Banditen an Grandmas Haus? Du heilige Scheiße. Echt jetzt? Mord ist sein Hobby! Was denn echt jetzt? Warum bist du gestorben? Geil! Und sowas kriegt im Wissenschaftswettbewerb nur den dritten Preis? Wenn's mich nach vorne leckt, was soll ich da machen? Du, also Leute, hast die Banditen umgelegt? Okay, okay. Hoffentlich ist alles okay. Wir könnten nicht alles auf die Lecks schieben. Also das ist ein bisschen eine billige Ausrede. Findet ihr nicht auch? Ich finde die billig. Nee. Ja, ganz ehrlich. Ah, scheiße, mir ist der Milch angebrannt. Scheiß Lecks, ey. Nur alles, weil du uploadest. Ja, ja. Nur weil ich unsere User mit Content versorge. Deswegen könnt ihr beiden nicht spielen. Ja, ist vielleicht so. Müsst ihr da einfach mal ein bisschen selbstloser werden. Schon mal darüber nachgedacht? Ja, wir opfern uns doch schon die ganze Zeit. Echt so, ne? Nur weil ihr beide Opfer seid, heißt es nicht, dass ihr euch opfert. Doch. Das ist der Inhalt von Opfer. Das sieht gut Opfer aus. Der Oma geht's super. Auf zu Omas Haus. Ja. Omas Bussaxt. Bussaxt. Gott sei Dank. Heul, Susa. Ich hatte schon befürchtet, du könntest diese Banditen umlegen, bevor sie die alte Gran umbringen können. Und weißt du was? Ich muss sie jetzt nicht mal mehr bezahlen. Also, vielen Dank, du Pfeife. Habe ich das zwischen den Zeilen gerade richtig rausgehört, dass er seine Oma hat umbringen lassen? Danke für die Hilfe, Mann. Ja. Ne? Ich bin trotzdem um. Ist auch nicht okay. Bitte, oder? Alter, zieht da irgendwie ein bisschen die falsche Grenze. Finster? Ja. Ich denke nicht, dass die was dafür kann. Na, du weißt nicht, was das für eine aggressive Oma war. Das mag wohl sein. Auf dem Planeten ist alles aggressiv. Vielleicht will die Oma uns auch essen. Oder hätte wollen. Weil, lebt ja nicht mehr. Bestimmt hätte die uns essen wollen. Na, ich denke, die Oma, die unterschätzt man durch ihre, durch ihr Alter. Eins mit Stern für mich. Dann schenkt sie dir Schokolade, lockt sich ins Haus und schwupps, bist du im Ofen. Das klingt mir irgendwie wie eine Pandora-Version von Insel und Gretel. Ja, ne? Nee. Hat sich Matze gerade ausgedacht. In meiner gnadenlosen Kreativität. So, wer hat eigentlich die blöden Rex hier aufgeschreckt, die uns hier auf den Sack gehen? Ich weiß nicht. Robert war's. Ich dachte, die sind leichter umzubringen. Als was? Als nichts. Mhm. Da gibt keinen Sinn, Robert. Hä? Nee, ich denke, die sind. Ich dachte, die sind leichter umzubringen, als dass es tatsächlich sind. Ach so. Okay. So, Iridium Blight. Na dann. Was ist das? Wir haben die Quest, bring dich um.
Tu es oder tu es nicht. Ich werde dich dafür bezahlen, dass du dich umbringst. Ich habe schon den perfekten Ort für dich ausgesucht. Du willst nicht? Das ist okay. Rufst du die Hyperion Selbstmordpräventionshotline an, kriegst du gar nichts. Willst du aber eine saftige Belohnung kassieren, spring von dieser Klippe und unterwirf dich mir. Lass dir Zeit. Nö, das machen wir jetzt hier im Akkord. Keine Zeit lassen. Ich finde, wir sollten nicht springen. Ja, ja, was ist mit dem Geld? Ich weiß nicht, ich fand ja die Hyperion Selbstmordpräventionshotline ist mir fast ein Anruf wert. Ja, allein schon. Also, ich will das Geld. Ja, aber ich bin finanziell eigentlich relativ gut bestückt gerade. Das ist egal. Ja, mit hier so 250.000. Echt jetzt? Was denn? Mats hat den Witz gebracht. Ja, aber ich hab gesagt finanziell, Robert. Finanziell. Ja, also nicht, ob du deine Geldbörse im Schlüpfer mit dir rumträgst. Aber hallo. Immer eine Rolle Münzen mit. Ah, warten Sie, ich hab noch Trinkgeld. Oh Gott, nein, passt schon. Hui. Kommt der Begriff lassen Sie stecken, eine ganz neue Bedeutung. Ich werde reich sein! Echt jetzt? Können Sie stecken lassen. Okay, Rot hat das mit dem Selbstmord quasi schon vorgezogen. Aber nicht direkt Selbstmord, sondern er hat's. Naja, gut, doch, eigentlich war schon fast Selbstmord. Mhm. Mensch, Robert, kriegen wir dich denn noch erwachsen? Na, weil Robert hier gerade irgendwie kassiert. Kriegt das schon hin? Ja, das sieht man. Ich bleib einfach hier stehen und überlebe die ganze Zeit wieder. Das ist gut. Ist jetzt nicht die dümmste Idee, die du hattest. Zeit für Roboter-Action! Na klar, jetzt springt er halt runter. Arschloch. Die letzten Worte von dem Goliath, die beschäftigen mich gerade. Weil ich sagte, Zahnstocher. Echt? Was hat er damit gemeint? Warum Zahnstocher und nicht Zahnseide? Fragen, die die Welt bewegen, ja? Ja. Jetzt. Was macht er eigentlich da hinten noch so? Naja, wir haben Gegner geklatscht, davon verstehst du nichts, Kevin. Ist echt so. Aber wir sind jetzt wieder auf dem Rückweg, denn Robert geht's wieder gut. Nicht mental, aber zumindest körperlich. Das heißt natürlich nicht, dass er hier auf dem Weg hierher ist, wie ich gerade sehe. Doch. Ja. Also müssen wir uns noch einigen. Springen oder springen wir nicht? Also ich bin für die Hotline. Ich wäre nicht dafür. Ich auch. Okay. Weiß nicht, also ich bin Suizid ist immer so diese Weichlings. Danke, dass Sie die Hyperion Selbstmordberatung anrufen. Handsome Jack bedauert, Ihnen mitteilen zu müssen, dass Sie ein Feigling sind. Das ist gut, damit komme ich klar. Ich aber nicht! Die grausame Welt! Okay, der Matze springt nicht damit klar und springt jetzt? Matze? Ja, ich lebe noch. Oder wieder. Hä, wieder? Bist du gesprungen? Ja. Natürlich, ja. Ich hab's auch nicht mitbekommen. Ich muss ja mal sagen, Selbstmord ist relativ witzlos mit Respawn. Was hast du denn erwartet? Ich weiß nicht, ich hab gar nicht so richtig erwartet. Ich hab mich ja noch nie umgebracht. Oh, es war sozusagen dein erstes Mal. Ja, richtig. Konntet quasi beiwohnen. Und wie war das so für dich im Prozent? Ziemlich rumpelig. Das ist eine klasse Prozentangabe. Wie viel macht das dann am Ende, Herr Seifert? Ziemlich rumpelig. Ah, klasse. 5 Sätzen. Das ist
Ja, es die Antwort immerhin, die er gegeben hat. Hat seinen Grund, dass ich damals nicht Mathe-Leistungskurs gemacht habe. Ja? Was? So. Das überrascht mich jetzt ein bisschen. Natürlich. So, wir haben noch eine Quest offen und zwar Kundenservice. Da müssen wir, glaube ich, für Marcus irgendwas wieder zurückholen. Ich glaube Geld oder sowas. Wahrscheinlich bei Marcus geht es immer um Geld. Ja. War das nicht so, dass der irgendwie aufs Rückgeld verzichtet hat? Ach, richtig, ne? Wie nennt man das? Im Englischen heißt es Refund. Wie heißt es denn im Deutschen? Verdammt. Ist schwierig, ne? Was? Wechselgeld oder was weiß ich. Nee, das ist, wenn du einen Artikel zurückgibst, dann kriegst du Geld zurück. Er hat Geld zurückgegeben, ne? So ungefähr. Ich weiß nicht, mir fällt das scheiß deutsche Wort dafür nicht ein, es ist schlimm. Das geht mir auch öfters so. Das ist total schlimm. Du weißt, was es übersetzt heißt, du kannst es auch erklären, aber dir fällt halt absolut nicht das deutsche Wort dafür ein. Ja, ich soll in Deutsch mal wieder Vokabeln lernen, glaube ich. Besser wäre es, glaube ich. Aber an der Stelle, denke ich, wissen alle, was gemeint ist. Jedenfalls müssen wir das Geld zurückholen. Ich wäre ja dafür, wenn du die Quest auch auswählst. Ja, das kann ich machen. Wir haben die auch schon mal verkackt, aber vermutlich einfach nur, weil wir sie gestartet haben und dann gemerkt haben, dass die auf Zeit geht und dann gesagt haben, nee, jetzt erstmal nicht. Aber jetzt ist die Zeit gekommen. Um die Zeitquest zu machen. Zeit ist zwar tatsächlich unbeabsichtigt. Kurze Frage in die Runde, warum laufen wir hier eigentlich durch das Gebiet? Macht Spaß. Okay, ja, die Antwort ist so gut wie der andere. An Matze, warum läufst du denn? Wir machen bloß das, was du uns sagst. Naja, ich habe mein Auto auf dem Berg stehen lassen, das fällt mir gerade so ein. Hm. War nicht so gescheit. Siehste? Wenn man so drüber nachdenkt. Macht doch Spaß, hier mal ein bisschen spazieren zu gehen, ist gesund. Ja, ich könnte Konfetti kotzen vor Freude. Das will ich tatsächlich mal sehen. Bin mir nicht sicher, ob du das sehen wirst. Ich mir auch nicht. Was ist denn da vorne für eine Explosion? Ach, der Loader kommt. Hab ich denn was gegen den Loader? Ja, hab ich tatsächlich. Boah, The Massive ist real pain in mir gerade. Ja? Ja. Cool, warum? Zumindest hört sich mein Charakter so an. Ach so. Jetzt hört's halt auf, bis er erwähnt. Aktiviere Hass. Ja, das ist manchmal durchaus hilfreich. Ich dachte, er ist bei den Dauern aktiviert. Dachte ich auch, ja. Na, ich hab den Kippschalter kaputt gemacht, mit dem ich wieder ausschalten kann. Hast du einen Schalter vorgesehen? Ja, ursprünglich hatte ich da mal einen Schalter vorgesehen. Kann ich nicht verstehen. Aua! Oder unnötig. Dreht der im letzten Moment bei, ey. Diese blöde Drohne. Er dreht bei. Hart Steuerbord. Arr. Jetzt stirb halt. Ach. Ich ignoriere es einfach. Ah, die Drohnen, die sind schon irgendwie nervig, ne? Aber die kann ich gerade phasen kann. Ist schwierig zu treffen. Zu brechen. Zu brechen ist schon richtig, nee. Du musst ihren Willen brechen. Echt so. So, dann geben wir erstmal die beiden Quests ab, die wir jetzt erledigt haben. Jetzt habe ich's. Oh, Hilfe. Warum wir das Let's Play in Englisch weitermachen, Matze? I think this is not the worst idea. So, wir getten hier eine Skin-Anpassung. Ja! Und für die Second Quest. Leber. Gibt's nur Experience. Cool! Ich hab auch eine gekriegt. Das ist ja mal geil. Das ist eine awesome Neuigkeit, Kevin. Nur für mich schon. So, gestern Abend war Markus besoffen und entwickelte versehentlich ein Gewissen. Das müssen wir unterbinden. Was mich zu der Frage führt, Kevin: Was sagt die Uhr denn eigentlich? Die Folgenuhr, die unerbittlich runtertickt. Grund noch 2 Minuten. Das schaffen wir. Gestern Abend
hatte ich einen in der Krone und musste an meine vielen unzufriedenen Kunden denken. Und da habe ich ein paar Rückerstattungschecks rausgeschickt. Weiß nicht, was mich geritten hat. Du musst mir die Schecks aus den Briefkästen zurückholen, bevor sie mit der Autopost rausgehen. Und beeil dich, jede Minute zählt. Ich würde sagen, ich gehe zu dem nördlich, sagt er. Das sind drei im Norden und ja, dann nehme ich die im Osten. Ich nehme die im Osten. Geht sein Gang. Ich bleib hier. Ja, das ist okay. Irgendjemand muss ja auch das Geschirr abwaschen. Naja, ich hab mich mal bei Matze einquartiert. Quasi business as usual. Halt ein bisschen darüber. Ja, weil bei dir meistens witzige Sachen im Auto passieren. Ist das so? Ja, finde ich schon. Ich würde sagen, wir holen das erst, wenn Robert auch bei seinem ersten Briefkasten angekommen ist. Ja. Um die maximale Zeiterfolgsquote rauszuholen. Okay. Warte. Soll ich sagen, wenn ich drück? Ja. Kevin, gehst du zum Briefkasten, dann versuche ich hier mal mit dem Auto ein bisschen die Gegner in Schach zu halten. Okay, seid ihr bereit? Ja. Okay, dann los. Das Kevin steht. Naja, weil du ein bisschen zu lang gewartet hast. Ich hab gesagt, und los. Ja, jetzt ist unser Auto auch kaputt, also es läuft gut. Ich stand dich aber schon eine halbe Stunde rüber. Das weiß ich doch nicht, ihr müsst es sagen. Ich muss erst mal gucken, wo ich hin muss hier. Hey, lass mich in Ruhe! Vielen lieben Dank. Ich würde sagen, wir holen einfach ein neues Auto. Ja, mach du das mal, ich muss hier gerade regeln. Hui! King Mong! Muchas gracias. War ich richtig? Oder so halb? Aus dem Weg! Huch! Das ging ja flott. Heute fährt Kevin mal, da könnte tatsächlich was Lustiges im Fahrzeug passieren. Ja, Kevin ist auf der anderen Seite, ne? Kein begnadeter Fahrer, wie er sich selbst eingesteht. Da muss ich rein. Lässt mich einfach hier raus, ich gehe zu dem Briefkasten, du fährst schon mal zum nächsten. Ah ja. Aber warum Efficiency haben wir noch pure hier? Weil es mehr gibt, sobald wir so einen Briefkasten aufmachen, lieber Robert. Mm. Ist das nicht fantastisch? Ja, komm her, du Ionloder. Ionloder. Macht euch keine Sorgen, ich bin schon wieder am Leben. Das ist richtig gut. Ja, ich finde das ähnlich fantastisch. So, also ich habe jetzt meine Briefkästen abgeklappert. Kevin geht gerade zum dritten bei uns. Bin auch gleich am meinen letzten. Okay, wir haben 10 Minuten. Ich denke, wir haben da ein gutes Polster rausgespielt. Ja, ich habe hier halt so ein paar Gegner, die mir irgendwie ans Leder wollen. Ich habe aber jetzt meinen letzten. Ja, wer hat die nicht, Robert? Wer hat die nicht? Auf dich ist Verlass. Jetzt komm zurück. Soll ich noch irgendjemanden abholen oder so? Na, wenn du zufällig auf dem Weg bist, kannst du mich holen. Großer Gott! Ich trinke im ganzen Leben kein Rack-Ale mehr! Wenn ich ehrlich bin, dann klingt Rack-Ale auch nicht wie irgendwas, was man trinken will. Ich meine, was soll das sein? Männlich. Ach so. Ja, klingt so ein bisschen wie... Keine Ahnung, ich... Also zu ihre damit irgendwie immer Gin Tonic, warum weiß ich auch nicht, aber... Ist halt so. Mach ich jetzt nicht unbedingt, aber... Okay. So, wir sind da. Was ist mit Robert? Müssen wir den unterstützen? Bin mir nicht sicher, ich gebe jetzt die Quest ab. Ah, ja, gib ab. Ich komme zurück. Perfekt, dann starten wir die Folge... Nee, Quark, dann beenden wir die Folge, wo wir sie angefangen haben. Und starten sie dann, wo wir vorhin gestartet haben. Aua. Gestartet sein werden. Gestartet sein werden, huhu. Wir könnt wählen zwischen einer Granatmod und einer SMG. Und ich bin gerade geneigt dazu, die Granatmod zu nehmen, weil die nämlich besser ist. Zumindest bei mir. Ja. Bei mir auch. Ja, Korrosionsschaden ist nicht zu unterschätzen. Token!
Das wäre natürlich höchst frech, wenn ich jetzt keins hätte. Stromschlagschaden. Ich hab auch einen Token. Schaden, hast immer Schaden, Damage Output. Ich hab drei Token. Achso, weil du schon abmoderiert hast. Ja, das war nur so eine Ankündigung zur Abmoderation. Ich moderiere jetzt ab. Macht's gut. Tschüss.